Moin Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Heute mit voraussichtlich fünf Icon-Player-Picks. Und ihr seht schon, der erste Account hat schon mal einen roten Ronaldo vom lieben Hannes. Also der hat schon mal ordentlich reingelackt. Ich hoffe halt, dass die ordentlich gönnen. Ihr seht auf jeden Fall das auch auf meinem RCG-Account dann in der RCG-Folge. Ich denke mal dann am Mittwoch in der Folge. Ich hoffe, dass ich euch das jetzt heute schon hochladen kann. Am Dienstag. Erstmal schon mal vielen Dank an die Jungs, die das hier für mich öffnen lassen oder die uns das zeigen. Und wie immer könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, habt ihr das auch gemacht? Viele haben ja ordentlich gegönnt. Wir sehen hier schon ein stabiles Team, also zumindest schon mal kein Figo. Wäre ganz gut. Ein Torwart braucht er auch nicht unbedingt. Er hat mir gesagt, er braucht einen IV. Also gucken wir einfach mal. Die können natürlich auch zeitgleich mitschauen, also jeweils der, von dem ich jetzt hier den Pick aufmache, das heißt, der kann dann auch im Endeffekt aussuchen, welche Icon er haben will, so wie immer, auch wenn es jetzt heute nicht im Stream ist. Gucken wir mal rein, 3, 2, 1 ins Erste, viel Glück, Hannes, komm schon, was haben wir? Zanetti, Puyol und Barnes, Hilfe! Oh Mann, ich meine, er wollte den Ivo, aber Prime Puyol, es ist Prime Zanetti und mittlerer Barnes. Also ich weiß ja nicht, wie es euch da geht, ne? Aber damit wäre ich persönlich jetzt nicht so wirklich zufrieden. Ich würde wahrscheinlich fast schon Zanetti nehmen. Aber ist alles nicht so geil. Wir schauen mal, für wen er sich entscheidet. Okay, er will Zanetti haben. Er wollte ja einen IV haben. Der kann ihn halt dann wahrscheinlich gut als Innenverteidiger nehmen. Wir schauen natürlich einmal ganz kurz noch den Preis an. Er kostet sogar immerhin 650.000. Also so wenig ist das nicht. Als Rechtsverteidiger halt vielleicht ein bisschen langsam. Selbst mit einem Cello mit 86 Pace immer ein bisschen schwierig. Aber es ist ein langsamer Start, sagen wir es mal so. Wir schauen uns mal das nächste an. So, und wir sind auch schon direkt beim nächsten Account, auch wieder mit einem Schalke-Wappen, let's go. Und wir schauen uns natürlich auch da immer das Team an, gucken mal, was er gebrauchen kann. Er hat mir gesagt, eigentlich nicht viel, Hauptsache wen spielbaren. Da links wird ja auf jeden Fall schon mal der Prime Pires absolut perfekt reinpassen. Nee, Spaß beiseite, den wollen wir natürlich absolut nicht haben. Auf links Ori wäre eine Idee, der 90er zumindest, der wäre jetzt natürlich nicht der allerbeste, schon klar. Oder ansonsten natürlich Ronaldinho wäre ganz geil, dann mit einem neuen linken Verteidiger. Er hat halt schon Pelé, ne? Auch da wäre aber die Möglichkeit, zumindest auf den 95er oder auf den 98er Pelé abzugehen, weil er hat halt den Baby. Hinten hat er noch Ozan Kabak, Ronaldo, Memphis, also auch so gesehen ein echt cooles und stabiles Team. Wie gesagt, linker Flügel generell so auf den Außen, auch mit CR7 Flashback, der ist natürlich gut, aber jetzt auch nicht der allerbeste. Wie gesagt, er möchte einfach nur einen spielbaren haben. Deswegen, Marvin, mein Freund, ich wünsche dir natürlich wie immer nur das Allerbeste. Wir machen es auf. Komm schon, Junge. Jetzt gönn mal. Cannavaro. Das ist echt gut. Den habe ich selber. Und ein IV hatte er jetzt nicht so einen krassen, muss man sagen. Also Sokratis ist auch okay, aber ich glaube Cannavaro, also ich persönlich würde mich für den Cannavaro entscheiden. Ich werde das natürlich mal kurz weiterleiten oder warten, ob er den pickt. Den habe ich ja selber auf der RCG gemacht. Der kostet auch knapp über 1 Million. Bin mal gespannt. Ich schätze mal, er nimmt auch den Cannavaro. So sieht's aus. Er will den Cannavaro haben und wir checken da nochmal über den Preis. Also 1,1 Millionen ist eigentlich fast dasselbe. Da hätte er vielleicht auch die SBC machen können. Dann hätte er vielleicht nochmal 80.000, 90.000 Münzen gespart, um ehrlich zu sein. Aber ganz ehrlich, diese Position brauchte er halt wirklich fast schon dringend, weil Kabak ist jetzt halt nicht mehr so allzu geil, ja. Und dann kann er den halt beispielsweise raustun, macht dann hier jetzt bei den Cannavaro rein. Ich persönlich wäre damit ganz zufrieden. Ist auf jeden Fall deutlich besser als der erste. Wir schauen mal, wie es weitergeht. Nächster Account, Nakata to Glory. Wird dem einen oder anderen aufmerksamen Zuschauer natürlich ein Begriff sein von Tim, einem der aktiven Mods aus meinem Twitch-Chat. Und wir haben ja letztes Jahr dreimal an Nakata nacheinander gezogen aus dem Eigepäck. Deswegen halt auch der Name Nakata to Glory insgesamt. Ihr seht das war sein absoluter Wunschspieler. Den hat er sich direkt zu Beginn geholt von FIFA. Wir haben ihm dann noch einen Blanc gezogen aus einem Eigepäck. Ich weiß nicht mehr genau, aus was für einem. Und auf der Bank sogar noch einen Inform Rashford, den er da noch hat.
Den hatten wir, glaube ich, irgendwie aus so einem Inform-Pack oder so. Oder ich weiß nicht mehr ganz. Also, wir haben hier auf jeden Fall schon einige richtig gute Packs dagelassen. Er hat mir gesagt, ich soll ihm einfach den Akata ziehen, weil er wird den halt wirklich feiern. Das ist wahrscheinlich der einzige Spieler weltweit, der sich in dem Pick über Nakata freut. Ja, Tim, eigentlich kann es nicht mehr gut werden, weil wir haben schon so oft reingelackt bei dir. Guck mal, auf geht's. Nakata, Japan. Was? Oh mein Gott. Glory. Hä, das ist ja so unlogisch. Also ich würde halt safe Gigs nehmen, ne, wenn ich halt er wäre. Holy shit. Ja, den nehme ich einfach direkt, bevor wir hier irgendwelche Faxen machen. Irgendwie mit dem Controller oder keine Ahnung, weil er kann natürlich auch noch nehmen. 93er Hulit, der kostet einfach 8 Millionen. Hilfe. Hilfe, 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 Junge. Das ist mit Abstand der beste Spieler, glaube ich, den ich je für jemanden. Aber wobei, wir hatten, glaube ich, einmal schon mal Eusebio 94 im letzten Jahr, den ich einen Zuschauer gezogen habe. Aber das geht auf jeden Fall ganz, ganz weit oben in die Bestenliste rein mit der wertvollsten Karte, die ich je für einen Zuschauer gezogen habe. Ich würde mal sagen, Renato kann er jetzt wahrscheinlich raustun oder so. Hat er noch Coins für den besseren linken Flügel? Und ganz ehrlich, dann hat er die auch alle auf Fullcamp. Wie gesagt, kann dann hier vielleicht sich noch einen zweiten Inform Carrasco oder so holen. Alter, was das für ein Team ist, ne? Nakata to Glory. Ich fasse es nicht. Nächster Account. Wir machen weiter mit dem nächsten Account nach dem Rollin. Kann das jetzt eigentlich nur absolut lost werden? Das ist ein kleiner SBC-Account FC Sevilla. Ich glaube auch leider, um ehrlich zu sein, ohne Main Team, was aber wie gesagt an dieser Stelle nicht so schlimm ist. Den Pick hat er trotzdem. Er hat seine letzten Coins zusammengekratzt und vielleicht ja zumindest ein guter Grund, dann wieder anzuhören. Es sind ja immerhin noch 73.000 Münzen, mit denen kann man immerhin noch was anstellen. So ist ja nicht. Und ein paar Spieler kann man sich ja auch noch spielen. Das heißt, wenn das eine gute Icon wird, ja, hoffe ich das natürlich. Aber nach dem Rulit, ich sag's nicht ganz ehrlich, das war wahrscheinlich der absolute Höhepunkt. Aber zwei Stück haben wir noch für heute. Gucken wir da mal rein. 3, 2, 1. Auf geht's. Komm schon. Das war doch so klar. Das war doch so klar, dass nach dem Rulit der nächste so gescampt wird. Laudrup, Moore und Lampard. Also, ich werde ihn mal fragen, wen er da haben will. Aber ist, glaube ich, völlig egal, ne? Er will Moore haben, weil, um ganz ehrlich zu sein, der hat die höchste Bewertung. Die sind halt alle irgendwie unspielbar. Vielleicht nutzt er den ja nochmal für eine weitere SBC. Keine Ahnung, das war auf jeden Fall nix. Aber ein Highlight hatten wir. Einen noch schon mit dem Cannavaro, der war solide. Und mal schauen, was der letzte noch so mit sich bringt für heute. Last but not least. Einmal sogar ein PS5-Pick. Ich weiß nicht, ob das Glück bringt oder nicht. Er hat mir gesagt, er möchte am besten einen Ersatz für den Schucker haben. Ich weiß nicht, ob er den aus Swaps hat. Der gab es mal nicht mal so. Ich glaube, das war der mittlere Schucker im ersten Icon Swaps. Auf jeden Fall halt einen besseren Stürmer. Stürmer hatten wir eigentlich noch gar keine guten. Von daher, ja, wäre das auf jeden Fall ganz nice. Zumindest mal so ein Delgisch oder so wäre halt ganz nett, wenn es jetzt nicht einer der Top, Top, Top Eigens ist. Ansonsten, gutes Team hat das schon. Auch den Beckham untauschbar, da brauche ich eigentlich nichts mehr. Vielleicht sonst noch einen Ivo anstatt Mondi. Den, glaube ich, könnte ich ihm noch ein bisschen schmackhaft reden. Der Rest ist halt eigentlich top. Gerade so linker Flügel, Sturm mit Kylian Mbappé ist schon sehr gut. Wie gesagt, ein Ersatz für den Schucker brauche ich so bei der Chemie. Ganz viel Glück. Dave, mein Lieber, vielen Dank nochmal fürs Öffnen lassen. 3, 2, 1, auf geht's. Komm schon, der letzte nochmal. Vieira, let's go, Junge. Das ist auch übel gut, Alter. Let's go, Mann. Vieira, der ist, glaube ich, auch richtig teuer. Ich glaube, der ist auch richtig teuer. Ich werd einfach ganz kurz warten, aber den will das Safe halt haben. er hat schon gesagt, ich nehme Shira. Natürlich nicht. Aber natürlich nehmen wir den Vieira. Let's go, Alter. Alte Maschine. Guck mal, um da mal rein. Der kostet einfach
3,5 Millionen. Also wir hatten den Hullet und den Vera. Zwei absolut geisteskranke Meta-Icon. Ja, mal schauen, ob wir davon noch mehr Picks machen in Zukunft. Falls euch das gefällt, schreibt es mir natürlich gerne in die Kommentare. Dann werde ich versuchen, noch mehr von der Community zusammenzutrommeln. Ich denke mal, dass ihr das extrem feiert. Also ich liebe es, diese Picks aufzuhauen. Und ich denke mal, für euch auch ziemlich unterhaltsam. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, zeigt es mir mit einem fetten Daumen nach oben. Hullet und Vera haben wir heute schon dagelassen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, Leute. Haut rein und ciao.